So Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus meinem Kanal. Heute gucken wir uns die tollsten Dinge der Welt. Mal schauen, welche das sind. Manche kennt man vielleicht schon, auch hier goldene Steak wird damals die Fußballer gegessen, mal so mit diesen goldenen Lobblättern und so weiter. Also teure Autos bestimmt oder keine Ahnung. Oder so seltenes Exemplar, wie Ronaldo damals gekauft hat mit Bugatti. So. Also fangen wir jetzt an. Direkt. Das hier ist das mit Abstand teuerste Objekt auf der ganzen Welt. Und nicht einmal der reichste Mensch könnte es sich leisten. Über 100 ja, Mal genau. So viel wert wie die Mona Lisa und nochmal viel jetzt bin ich mal teurer gespannt, als das höchste Gebäude der Welt, der Burj Khalifa. Doch bevor es losgeht, schauen wir uns erstmal etwas an, das zwar verdammt winzig, aber dennoch unfassbar teuer ist. Ja, wie gesagt, Nummer gibt's nicht. Eins. Auch abonnieren, die sind ich auch hier gut. Gerade kaue, der ist höchstens ein paar Cent wert. Es gibt tatsächlich aber auch einen Kaugummi, von dem könnte man sich ein ganzes Einfamilienhaus kaufen. Sir Alex Ferguson, der ehemalige Trainer ja, des Fußballvereins damals Bayern, United, ey. War bekannt das für seine Spiele in der Champions League. Den letzten Kaugummi, den er als Trainer des Vereins gekaut hat, wurde daher auf eBay versteigert. Ein Fan hatte den ausgespuckten Kaugummi bei seinem letzten Spiel aufgesammelt und ihn rund 6 Jahre lang unter einer Glasglocke auf bewahrt. Unfassbare 456.000 Euro hat jemand dafür bezahlt und das alles für einen Kaugummi, der vermutlich nicht mehr so viel Geschmack hatte. Naja, immerhin geht das Geld für einen guten Zweck an eine gemeinnützige Organisation raus. Nummer 2. Alter, gehört auf der ganzen Welt zu einer der ja, wie gesagt, und jeder weiß, neben einem guten Teig und etwas Tomatensoße braucht man eigentlich nicht viel für eine leckere Pizza. Bei der teuersten Pizza der Welt sieht das Ganze allerdings etwas anders aus. Der Küchenchef im preisgekrönten Pörtschik-Restaurant in Dubai hat für die teuerste Pizza der Welt nur die wertvollsten jetzt ich doch mit diesem goldenen Blatt und so. Weiße und schwarze Trüffel, Gänseleberpastete, Mongra-Safran, Beluga-Kaviar und 2 goldene Blätter von je 60 Gramm. Und ja, das Ganze hat er sich mehr als gut bezahlen lassen. Für 180.000 Dollar stammt seine Kreation jetzt, auf der Speisekarte und tatsächlich haben wir auch mehrere Leute gekauft. Wenn ihr mich fragt, ein ganz schön teures Vergnügen für nur eine Pizza. Nummer 3. Ja, ist 180.000. Ist eigentlich dafür bekannt, überdimensional große Dinge zu bauen. In einem seiner meistgeklicktesten Videos hat er allerdings etwas anderes gemacht, und zwar hat er das teuerste Flugticket auf der ganzen Welt gekauft. Ein großes Bett, einen Fernseher und leckeres Gourmetessen. Auf dem 15-stündigen Emirates-Flug von Los Angeles nach Dubai hat es sich der YouTuber richtig gut gehen lassen. Das sollte er auch besser, bei dem Preis, den er dafür gezahlt hat. Seine Erfahrung aus der Erste-Klasse-Suite hat er die ganze Zeit über gevloggt. Das absolute Highlight, eine Dusche über den Wolken. Von A nach B wäre er zwar auch mit einem normalen Sitzplatz. Oha. Gekommen, aber ihm war der Luxus 25.000 Euro wert. Ja, das hätte er auch als ja, Privatjet nehmen können. Ja, ist so. Wenn dir das Leben das Zitronen geht, na, dann mach Limonaden draus. Und der beste Ort, um das zu tun, ist wahrscheinlich in der Casa Mau in Punta Mita. Hier gibt es nämlich das teuerste Airbnb der Welt. Ob Selena Gomez, Orlando Bloom oder Vince Vaughn. Sie alle ja, genau, Airbnb kennen wir ja alle. Also kann man ja mit mehreren Personen buchen. Auch einiges zu bieten. Zum also wie gesagt. Beispiel 12 individuell designte Schlafzimmer. Ja, siehst du, neue, kannst du halt deine Großfamilie dutzend billiger von damals mitnehmen. Jeden Wunsch von den Lippen ablesen. Also, ja. Das Ganze für das nimm einfach ganze Airbnb Familie. Muss man 18.000 Dollar die Nacht hinblenden. Ja, wie gesagt, in einfach ganz Familie mit und ciao. Oder für 5 Familien reicht der läuft. Und nun mal zum Vergleich, diese Villa ist damit teurer als die bekannte Präsidenten-Suite im Bel Air Hotel in Los Angeles. Ach ja, und dann gibt's noch einen Haken. In dieser Villa. Ja, genau, in dieser Villa ist ein cool weniger oder was? In dieser Villa kann man nur übernachten, wenn man gleich 3 Nächte bucht. Nummer 5. Wer wie Bill Gates auf der Liste der reichsten Menschen der Welt im Moment auf Platz 7 steht, der kann sich natürlich auch den ein oder anderen teuren Gegenstand gönnen. Und ja, er muss da nicht mal groß drüber nachdenken, ob das Ganze jetzt wert ist oder nicht. Deswegen hat Bill Gates auch eben mal die teuerste Handschrift aller Zeiten ersteigert. Nach dem Tod von Leonardo da Vinci tauchte eine ungeordnete Sammlung von Notizen auf denen sich da Vinci mit Geologie also Kunst, und Astronomie Leute, Kunst, Fans, beschäftigt hatte. Die 72-seitige Notizsammlung, die unter dem Namen Codex
Leicester zusammengefasst wird, wurde am 11. November 1994 in London versteigert. 30,8 Millionen Dollar hat er für das ganze Ding bezahlt. Wenn es ihm das wert ist. Auf seinem Nachttisch liegt das Ganze allerdings trotzdem nicht, sondern dieses Exemplar wandert aktuell durch die ganze Welt von Ausstellung zu Ausstellung. Nummer 6. Ja, Hauptsache sein Inhaber hier. Kann man ja schon mal ein paar Scheinchen hinblättern. Wenn dieses Hotel aber gleich eine ganze Privatinsel ist, dann kann das den Preis tatsächlich noch mal etwas mehr in die Höhe treiben. Das hier ist Necker Island, die Privatinsel von Multimilliardär Richard Branson. Ja, auf 185.000 Quadratmetern gilt das Hotel in der Karibik als Hotspot für Superreiche. Wer hier schlafen will, muss normalerweise gleich die ganze Insel mieten. Dafür hat man dann aber in den 20 Suiten auch mächtig Platz für seine Freunde. Ja, für seine Freunde, am besten für zwei, am besten für seine ganze Clan-Verwandtschaft hier. Und da kann man nur hoffen, dass dann wenigstens alles all in oder am besten 20 Familien locker unspektakulär. Hättest du gedacht, dass die teuerste Militärwaffe aller Zeiten so aussehen könnte? Das hier ist die USS Carl Vinson, auch CVN-70 genannt. Der nuklear-getriebene Flugzeugträger der United States Navy ist seit 1982 im Dienst. Auf 332 Meter Länge hat der Platz für sage und schreibe 85 Flugzeuge auf einmal. Und dazu kommen noch bis zu 10 Hubschrauber. Ziemlich beeindruckend ist auch der Preis für diesen Flugzeug. Oder GTA. Diese ganzen Sheets von früher damals. Was schon irgendwie ein bisschen wahnsinnig ist, oder? Nummer 8. Wer heutzutage aus der Masse hervorstechen will, der muss sich schon ganz schön Mühe geben. Aber wer in diesem Wagen hier um die Kurven gedriftet kommt, der hat es wohl irgendwie geschafft. Denn dieses Fahrzeug ist tatsächlich der teuerste Neuwagen der Welt. Der Rolls-Royce Boattail. Ein von oben bis ja, hat bestimmt CR7 oder Messi. Ja, komm, kauf dir einen. Er weiter den Fuhrpark, ey. Und Sonnenschirm, Tische und zwei Hocker untergebracht, sondern keine Ahnung, auch ein Champagnerkühler. Entspannte auch. Fahrten an der Côte d'Azur sind mit dem Schlitten garantiert. Also Leute, wer schätze werden schon bekannt gegeben, aber Insider sprechen von 23 Millionen Dollar. Und glaubt man den Gerüchten, dann ging dieses Exemplar an den Rapper Jay-Z und seine Frau Beyoncé. Nummer 9. Doch nicht Ronaldo. Zu produzieren braucht man natürlich eine gut gefüllte Kasse. Und ja, wie man am Film sieht, war die am Set von Fluch der Karibik 4 auch vorhanden. Der Film Fluch der Karibik fremde Gezeiten aus ja, kennen wir auch alle damals, diese ganzen Kinoteile von Fluch der Karibik. Wie kommt es dazu? Zunächst einmal wurde der Film komplett auf Hawaii gedreht, was grundsätzlich einen enormen logistischen Aufwand bedeutet. Hinzu kommen dann natürlich auch die Megagagen von Hollywood-Stars wie Johnny Depp und Penelope Cruz. Ganze 430 Millionen Dollar soll die Produktion verschlungen haben. Aber wenn man bedenkt, dass der Film auch mittlerweile schon 1,1 Milliarden Dollar eingespielt hat, geht das Ganze ja irgendwie klar. Nur schade, dass es vermutlich keinen weiteren Fluch der Karibik-Teil mit Johnny Depp mehr geben wird. Nummer 10. Was also, aussieht, als wäre gut investiert. In die Blechpresse geraten, ist wohl der teuerste Miniwagen der Welt. Der Tango T600 ist ein Elektromobil der ja, Firma die kann, ja, genau, die kennen wir mit auch. Mit lediglich 99 cm Breite wird es von seinen Erbauern nicht nur als Minimobil, sondern auch als Lösung von Platzproblemen auf innerstädtischen Straßen und Parkplätzen angepriesen. Und ganz schön was drauf hat der kleine Flitzer auch. Er kann nämlich, und jetzt aufgepasst, bis zu 240 km/h schnell werden. Schneller und schlanker geht's auf vier Rädern wohl kaum und der Preis für den Tango T600 liegt bei 300.000 Dollar. Nummer 11. So ein Heimkino. Ja, ist klar, so ein kleines Wagen hier, klar, 240 km/h. Klar, der hat dann 300.000. Aber besser als ein Smart, Leute. Also an alle Smart-Liebhaber, kauft das Auto. Kino ist schon was Feines, vor allem wenn man den teuersten Fernseher der Welt in seinem Wohnzimmer stehen hat. Das hier ist Samsungs gigantischer Luxusfernseher The Wall. Mit sage und schreibe 292 Zoll ja, und einer 4K-Auflösung so eine ist er nicht nur riesig, sondern technisch auch von bester Qualität. Und die ist ja bekanntlich oftmals ganz schön teuer. 1,8 Millionen US-Dollar kostet das Ganze und die Nachbarn haben auch noch was davon. Ja genau, die ganze Familie auch noch. Ey, wenn am besten mit 30 Leute da vorsetzen, wir brauchen nicht mehr ins Kino gehen. Was für Familie. In London und gehört niemand anderem als der Königin bzw. jetzt ja dem König von England. Der Buckingham Palace des englischen Königshauses gilt als das teuerste Gebäude Europas. Der ja, genau, die Queen. Quadratmeter die leider letztes Jahr verstorben ist. Auf dem Mann. Zimmer, darunter 19 Staatsgemächer, 52 Schlafzimmer, 92 Arbeitszimmer und 78 Bäder. Hinzu kommt ein ganzes Schwimmbad, ein Operationssaal. Ja, da kannst du am besten mit
50 Familienurlaub machen. London. Aktuell wird der Wert des Buckingham Palace auf 6,7 Milliarden Dollar geschätzt. Und ja, da kann man nur sagen, da haben sich die Royals ja ganz schön was gegönnt. Nummer 13. Es gibt aktuell nur zwei uns bekannte Orte im Universum, an denen Menschen für längere Zeit überleben können. Also wie gesagt, Leute, nimmt die ganze Familie und geht dahin. Also das ganze Video besteht auf einem Clan, Familie mit. Überall sind ja eh genug Zimmer. Der eine genug ist die Erde und der Fläche, andere genug Platz, genug Insel, ISS. Genug Wunder, Area, alles vorhanden. Auch das teuerste von Menschen gemachte Objekt. Am besten mit der Familie zusammenschmeißen. Die Höhe umkreist die einzige voll einsatzfähige Raumstation der Menschheit 15,5 Mal pro Tag den Planeten und ist dabei 10 Mal schneller als eine Gewehrkugel. Sie kostet mehr als das teuerste Gebäude der Welt und selbst die reichsten Menschen der Welt könnten sich die ISS nicht leisten. Ganze 150 Milliarden Dollar hat der Bau der ISS gekostet und aufaddiert mit den ganzen Betriebskosten ist sie wohl die teuerste WG aller Zeiten. Nummer 14. Ja, läuft im Weltall. Okay, das wirklich teuerste Objekt auf der ganzen Welt also, habe ich für mich hier. Auch das nicht. Hier ist nämlich Antimaterie und man kann sie bis heute kaum stabil halten. Ein Gramm davon kostet 100 Billionen Euro und wenn man nicht aufpasst, dann... Das Drohnenzeitalter hat den War Thunder, dem umfangreichsten Fahrzeugkampfspiel, gewonnen. Erlebe ein völlig neues Gameplay mit Aufklärungs- halt, ich bin, ja. Ja, wie gesagt.